Ein wolkenverhangener, gletscherbedeckter Mythos, wo man ihn am wenigsten erwartet. Afrikas höchster Berg. Der größte Vulkan der Erde. Ein fruchtbarer Ring aus Wald und Plantagen in den Tropen Tansanias, der sich aus Regenwolken und Gipfelgletschern speist. Kilimanjaro, weißer Berg. Wissenschaftler suchen hier nach Rätseln der Erdgeschichte, nach Gefahren an einem Vulkan, von dem man nicht weiß, wie tief er schläft. Schnee und Eis in Afrika am Äquator machen den Mythos Kilimanjaro aus. Diese Schnee- und Eisflächen, die vom Kraterrand herunterfließen, sind eine Art Puffer in trockenen Zeiten, denn die Felder werden auch aus diesen Reserven gespeist. Allerdings sind diese Gletschermassen im Abschmelzen begriffen. Es gibt allerdings ein viel größeres Problem am Kilimanjaro. Der Berg ist ein schlafender Vulkan und er könnte jederzeit ausbrechen und Verheerung über das Land bringen. Eine Expedition von Geologen und Biologen auf dem Weg zum Gipfel des Kilimanjaro. Doch schon nach wenigen Kilometern stecken die Geländewagen fest, auf 1600 Höhenmeter. Kevin Doherty, Geologe und Teamleiter, muss jetzt den Weitertransport organisieren. Der Berg, den die Wissenschaftler besteigen wollen, hat sich verändert. Seine Gletscher schmelzen ab, dramatisch schnell. Die Expedition will vor allem eines klären. Bedrohen die Veränderungen im Ökosystem Kilimanjaro das Leben der Menschen unten in der Ebene? Mit Volker Lorenz von der Universität Würzburg. Er sucht Spuren vulkanischer Aktivität, auch zukünftiger. Und ungefähr 15-20% der Menschheit lebt am Fuß oder auf den Hängen von sogar gefährlichen Vulkanen. Und wir müssen eigentlich für unsere Gesellschaft rechtzeitig wissen, was hat in der Vergangenheit stattgefunden, was könnte in der Zukunft stattfinden, was sind Hinweise herauszufinden, es geht los. Und es wird sicher mal irgendwo eine größere Katastrophe wieder geben. An den hohen Berghängen kondensiert die Feuchtigkeit und in den Wäldern wird sie gehalten. Auf den fruchtbaren Vulkanböden entsteht so eine der artenreichsten Vegetationszonen Afrikas. Über 1 Million Menschen leben in der Region Kilimanjaro im tansanisch-kenianischen Grenzgebiet. Mehr als die Hälfte von ihnen arbeitet in der Landwirtschaft, in Kaffee- und Bananenplantagen, in kleinen Farmen. Die Vielfalt der Vegetation, die Zukunft des Waldes, der Kreislauf des Wassers am Berg, das Abschmelzen der Gletscher, das sind Themen, denen die Expedition am Kilimanjaro nachgehen will. Mit auf der anstrengenden Tour auf den beinahe 6000er der Biologe Robin Buxton. This shows very well how the small holdings are moving up into the forest area and man sieht hier sehr gut, wie die kleinen Felder immer weiter nach oben ins Waldgebiet reichen. Der Wald wird ständig weiter für die Landwirtschaft gerodet. Holz ist für Tansania natürlich ein wichtiger Rohstoff, aber im Ökosystem des Kilimanjaro führen diese Rodungen dazu, dass die Tiere keine zusammenhängenden Waldgebiete mehr als Lebensräume haben. Dass wir eben Kolumbusaffen in den Kiefern beobachtet haben, spricht zwar für ihre Anpassungsfähigkeit, heißt aber nicht unbedingt, dass hier alles in bester Ordnung wäre. Robin Buxton hat ein Handicap. Als Kind erkrankte er an Kinderlähmung. Dennoch, er war schon auf anderen hohen Bergen und will auch diesen schaffen. Für die Menschen am Fuß des Kilimanjaro ist der Berg Existenzgrundlage, Alltag, aber noch viel mehr, Heimat, Mythos und Symbol.
Wie eine Insel in den Wolken hebt sich der Kilimanjaro aus der trockenen Savanne und dem Regenwaldgürtel empor. Und wie jede Insel hat der Kilimanjaro ein einzigartiges Ökosystem entwickelt, das nun in Gefahr ist. Der Berg ragt sehr hoch auf, fast 6000 Meter. Dadurch kondensiert Luftfeuchtigkeit, es bilden sich Wolken, es regnet häufiger, also nachmittags häufig gibt es Gewitter. Das ist also für die Bevölkerung, für die Ernährungssituation, für die Lebenssituation sehr günstig. Und so präsentiert sich auch der Kilimanjaro seinen Besuchern als artenreiches, immergrünes Paradies. Die Route führt in 7 Etappen hinauf zum Shira-Krater auf dem Vulkanplateau, hinüber zum steilen Kegel des Kibo und hinauf zum Hauptgipfel des Kilimanjaro. Auch ein einheimischer Ranger ist dabei, Michael Ngatolova. Warum ich auf den Kilimanjaro steigen will? Ich möchte ganz nach oben, zum Schnee. Es ist wie ein Traum. Aber ob ich es schaffe bei diesen schwierigen Wetterbedingungen? Ich möchte den Schnee anfassen. In den Tropen ist Schnee auf einem Berg etwas ganz Besonderes, das man sonst nur im Fernsehen sieht, aus Europa oder Amerika. Ich wäre stolz und glücklich, wenn ich so etwas sehen könnte. Endlich nach stundenlangem Packen kann die Expedition sich wieder auf den Weg machen. Nun zu Fuß. Über 4000 Höhenmeter stehen den 65 Teilnehmern bevor. Und damit Vegetationszonen im Extremen. Landwirtschaft, die das natürliche Busch- und Waldgebiet ersetzt hat, Regenwald mit fast 2 Meter Niederschlag pro Jahr, Steppenheide und alpine Regionen. Nach 2 Tagen Aufstieg sind sie über der Baumgrenze angelangt und mitten in den Wolken. Hier, auf etwa 3000 Meter Höhe, erwartet sie Heidelandschaft. Auf dem trockenen Boden treibt Heide, wie viele Pflanzen am Kilimanjaro, ungewöhnlich hoch aus. Für Volker Lorenz ist das der erste Blick auf die Vulkankrater des Kilimanjaro. Ein Berg, 3 Krater. Eine Reihe von Eruptionen ließ vor 800.000 Jahren den Shira aus der ostafrikanischen Ebene erstehen. Dann bildete sich im Osten noch ein Riesenkrater, der Mawenzi. Schließlich, vor 300.000 Jahren, brach dazwischen der Vulkan Kibo aus, der sich auf die Flanken der beiden ergoss und der höchste Vulkan der Erde wurde. Erosion hat die Krater abgetragen, vor allem Shira, den ältesten, den die Gruppe nun überquert. That's a nice piece. Volker Lorenz und Kevin Doherty versuchen, den Einsturz der Krater nachzuvollziehen. Das könnte Hinweise darauf geben, was dem Kilimanjaro noch bevorsteht. Bis vor kurzem nahmen die Wissenschaftler an, dass die Ränder der Krater einfach eingestürzt seien. Seit dem Ausbruch von St. Helens gibt es ein neues Modell. Die Steilheit der Hänge, die Eruptionen und das Nachdrängen des Materials von unten, das alles macht die Hänge instabil. Nun drängt es nach Norden und dort müsste ein großer Bruch sein, wie am Mount St. Helens. Lorenz befürchtet, dass sich am Kilimanjaro die Katastrophe vom Mount St. Helens von 1980 wiederholen könnte. Ein Erdrutsch, der die Seite des Bergs aufreißt und einen Magmastrom freisetzt, der weite Landstriche verwüstet.
In einem Umkreis von 10 Kilometern um den Mount St. Helens stand kein Baum mehr. Am Kibo, dem Hauptgipfel des Kilimanjaro, können Lorenz und Doherty sehen, dass der Rand an einer Stelle unter solch einem Erdrutsch zusammengebrochen ist. Könnte sich das wiederholen? Könnte die Lava, die im Innern schläft, freigesetzt werden? Dieser Krater war viel früher wahrscheinlich erheblich tiefer und mit Wasser gefüllt. Doch während die beiden über die Erdgeschichte reden, werden sie daran erinnert, dass zum Ökosystem Kilimandscharo auch Raubtiere gehören. Kevin stößt auf eine frische Löwenspur. Volker Lorenz ist zunächst verunsichert. Wenn man furchtsam ist, dann findet man das eventuell als sehr gefährlich. Man weiß auch nicht, warum ist der Löwe dort auf 4000 Meter ungefähr Höhe langgelaufen, war auf der Suche nach Nahrung, ist er hungrig. Warum läuft er alleine dort herum? Aber wenn man da mit 50, 60 Leuten ist, bei so vielen Leuten nehme ich an, greift er nicht an. Robin bleibt hinter den anderen zurück. Die Überquerung des großen Schira-Kraters ist für ihn fast zu anstrengend. So sehr er sich müht, braucht er doch von Camp zu Camp doppelt so lang wie die anderen. Aber nach wie vor ist er fest entschlossen, bis zum Gipfel durchzuhalten. It was a longer walk than I expected. Der Weg war länger, als ich dachte. Ich bin ziemlich erschöpft. Wir haben heute wohl nur 300 Höhenmeter geschafft, aber mir kam es viel mehr vor. Mir war auch sehr kalt, aber jetzt habe ich mich mit der Jacke und dem Schlafsack aufgewärmt. Anybody else care for some whiskey? Prost. Cheers. Prost. Prost, Michael. Prost. Cheers. Die Expeditionsteilnehmer sind vom Schira-Krater zur Basis des Kibo 3 Tagesetappen lang auf einer Höhe um die 4000 Meter unterwegs. Das erleichtert die Akklimatisation an die Höhe. Aber der Gipfelaufstieg über die Western Breach, die Westbresche und den Arrow Gletscher ist besonders steil und mühsam. Den härtesten Teil hat die Expedition also noch vor sich. Das Team hat ein zusätzliches Problem. Auf der Route durch die Westbresche, schon unter normalen Bedingungen schwierig genug, liegt ungewöhnlich viel Schnee. Sunny in the afternoon, it's going to burn a lot off, hopefully. But the point is that the reason that we've actually come at this time of year is it should be. Wir sind zu dieser Jahreszeit gekommen, eben weil kaum Schnee liegen sollte. Letztes Jahr musste ich einen Aufstieg durch die Westbresche abbrechen. Und jetzt wäre der Aufstieg noch viel schlimmer. Viele der Teilnehmer können Erfahrungen von früheren Touren auf dem Kilimanjaro beisteuern. Keine Wettersituation am Kilimanjaro gleicht der anderen. Schließlich entscheidet sich Teamleiter Doherty doch für den weiteren Aufstieg. Aber er denkt an die Belastung durch die Höhe und an den besonders geforderten Robin Buxton. Wir sollten jetzt, wo wir höher am Berg sind, langsam und stetig weiterklettern, sehr langsam zur Akklimatisierung. Robin sollte vor uns allen aufsteigen, wenn du einverstanden bist. Klar. Robin sollte um 5.30 Uhr aufstehen und möglichst bald losgehen. Dann esse ich jetzt nichts und gehe gleich ins Bett. Robin, wie wär's mit einer Tasse Tee? Kalten Tee? Eisgekühlt, bitte sehr. Großartig.
Das bringt einen so richtig in Fahrt. Hast du Kopfschmerzen? Geht's dir gut? Bestens. Der Kilimanjaro ist berüchtigt für sein schlechtes Wetter und den schnell herabsinkenden Nebel. Dazu die Kälte und die Höhe. Keine Expedition hat es da leicht. Für Robin wird das schließlich zu viel. Vor allem die Höhe macht ihm immer mehr zu schaffen. Die Helfer müssen ihn jetzt tragen. Wenn ihr mich in den Bach werft, wäre das Bad wohlverdient. Man fängt an zu riechen am Berg. Aber auch für die Kletterer ohne Handicap ist der Aufstieg auf den Kilimanjaro alles andere als ein Spaziergang. Der Kilimanjaro ist ein flacher Berg und deswegen meinen alle, es sei ein leichter Berg. In Wirklichkeit ist er ein hoher Berg. Ich habe nirgends so viele Höhenkranke gesehen wie gerade am Kilimanjaro. Warum? Weil alle eben glauben, das sei der Berg für jedermann. Man akklimatisiert sich nicht, rennt viel zu schnell hinauf und fällt dann in die Höhenkrankheit hinein. Im Übrigen ist er auch ein kalter Berg. Am Gipfelgrat des Kilimanjaro habe ich einen Sturm erlebt, wie im Himalaya oder auch wie in Alaska. Stürme bleiben der Expedition fürs Erste erspart. Doch der Anstieg kommt nun in eine schwierige Phase. Für die Biologen hat die Route zum Barranco-Camp zuerst noch einen besonderen Reiz. Der Weg führt Robin Buxton und Michael Gatolova in ein verborgenes Hochtal. Riesenlobelien und Senecio melken in diesem hochalpinen Sumpfgebiet die Feuchtigkeit aus der nebligen Luft. Pflanzen, die im Flachland kaum einen Meter hoch wachsen, schießen ausgerechnet hier mehrere Meter hoch auf. Am Morgen beobachten die Biologen, wie sich die Blattrosetten öffnen. Auf der Unterseite der Blätter ist noch die klebrige Flüssigkeit zu spüren, die in den eisigen Nächten als Frostschutzmittel dient. Aber das sind nicht die einzigen Strategien, mit denen die Senecio und Lobelien in dieser extremen Umwelt so erfolgreich sind. Die Biologen schauen sich die Riesen-Senecio genauer an. Mit ihren hohen Stämmen entkommen sie dem Bereich des Bodenfrosts. Hier sieht man wohl Reste der Blüte, aber an keiner anderen Pflanze. Ich glaube, es ist ziemlich selten, dass sie blühen. Die Blätter sind wie altes Leder. Das Wasser fließt hier hinunter. Und an dieser Stelle, die so faserig aussieht, wird es gespeichert. Die Pflanzen beziehen in ihrer Entwicklung sogar die abgestorbenen Teile mit ein. Sie fallen nicht ab, sondern bilden mehrere isolierende Lagen. Wäre nicht schlecht als Daunendecke heute Nacht. In diesem feuchten Grasland kann man leicht in den Sumpf fallen. Ungewöhnlich auf 3800 Meter Höhe. Am Ende des Tages sind die Biologen fasziniert, wie die Pflanzen mit den Extremen der Umweltbedingungen umgehen. Aber auch davon, wie aus dem ökologischen Zusammenhang die Vielfalt der Formen entsteht. This is the common plant. Wir sind auf 3800 Metern. Da kommt die Lobelie sehr häufig vor. Und sie wächst so nur auf dieser Höhe. Erstaunlich, dass sie eng verwandt sind mit den Hängeblumen in englischen Gärten. Und doch so ganz anders. Das Barranco-Tal, so karg und felsig es aussieht, ist voller Leben. Mich als Biologen und Ökologen interessieren die riesigen Senecio-Pflanzen, Greiskraut, Kreuzkraut und die Lobelie. Warum sind sie so riesig? Warum sind die Blätter so silbrig und die Pflanzen rund? Man sieht, dass sie das Licht reflektieren. Es ist faszinierend, wie das alles zusammenwirkt. Höhe, extreme Kälte und Hitze, Licht und wie die Pflanzen mit all den Schwierigkeiten zurechtkommen.
Es ist ein Privileg, einmal selbst mit diesen Extremen umzugehen, an die sich die Pflanzen angepasst haben. Der Schnee macht dem Expeditionsteam nach wie vor Sorge. Kevin schickt einige Leute voraus, die erkunden sollen, ob die Route passierbar ist. Wir haben noch 25 Träger, 8 Führer und wir sind zu 10. Das ist eine große Gruppe. Und wir machen uns Sorgen um ihre Sicherheit. In den letzten Tagen ist wohl viel Schnee geschmolzen. Wir müssen sicher sein können. Wie weit wollt ihr hinaufgehen, um euch einen Eindruck zu verschaffen? 3 bis 4 Stunden. Wie weit noch nach dem Arrow-Gletscher? Etwa noch ein Drittel oder die Hälfte. Das Wetter am Kilimanjaro ist berüchtigt. Von einem Augenblick zum nächsten kann die Kletterer ein Wettersturz überraschen. Kevin ist vor allem um Robin besorgt. My main concern for Robin is the fact there's still a lot of snow on the western breach. Auf der Westbresche liegt immer noch viel Schnee. Für Robin ist das sehr schwierig. Und wenn er es nicht schafft, könnte der Rückweg sehr problematisch werden. Dazu kommt das schlechte Wetter der vergangenen Tage, das ihm sehr zugesetzt hat. Auch die Höhe bleibt nicht ohne Wirkung. See you later, Volker. See you later. See you in a week's time. Have a good long walk. Well, I hope you. Short walk. I hope you have an even better walk. Yeah. Up the top. Up the top. Yeah, yeah. Robin hat nun doch beschlossen, abzusteigen. Die Anstrengungen der letzten Tage waren zu groß gewesen. Er verabschiedet sich vom Team. Good, good. Thank you, Kevin. See you, Robin. Well done. See you. See you. Done really well. Great. Brilliant. See you later. Okay, 20. Einige der Fragen, die Robin am meisten interessierten, muss Michael nun allein zu klären versuchen. Zum Beispiel, was passiert, wenn die Gipfelgletscher weiter zurückgehen? Welche Auswirkungen hat es auf die Vegetation am Fuß des Kilimanjaro, wenn die Schmelzwässer ausbleiben? Das Expeditionsteam beginnt mit dem zweitägigen Aufstieg über die Westbresche. Die 2000 schwierigsten Höhenmeter stehen ihnen bevor. Auf dem Weg durch die Wolken nach oben ragt wie ein Unterseeboot bei 4700 Metern eine große vulkanische Formation aus dem Nebel. Vor 300.000 Jahren ergoss sich hier Magma aus dem Krater des Kibo, der nun langsam näher rückt. Jetzt ist auch die Schneegrenze erreicht. Der schwere Aufstieg genau nach Norden zum letzten Lager am Arrow-Gletscher und weiter auf den Uhuru-Peak steht bevor. Und die ersten Gletscherbeobachtungen. Kann die Vegetation tief unten am Berg von den Gletschern abhängen? Es gibt Schmelzwasser hier, aber für eine Bewässerung der Wälder weiter unten reicht das nicht. Auf dieser Höhe können sich nur wenige Pflanzen halten, Gräser und Flechten. Es herrscht eine lebensfeindliche Kälte, auch für Menschen. Ohne Sonne und Sicht kommt langsam gereizte Stimmung auf. Es geht um die schwierige Frage, wie man am besten ein Zelt aufstellt. Die Teilnehmer an der Kilimanjaro-Expedition sind nun fast seit einer Woche unterwegs. Die Bedingungen werden immer schwieriger. Das Atmen fällt schwer in der sauerstoffarmen Luft. Mit jeden 100 Höhenmetern haben die Kletterer 1% ihrer Leistungsfähigkeit eingebüßt. Jetzt bald 40%. Kälte und Höhenkrankheit plagen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Trockenheit. Here where we are now, we are at Arrow Glacier. Wir sind jetzt am Arrow Gletscher und wir bleiben hier über Nacht. Es ist eiskalt und das Atmen fällt schwer. It's hard to breathe and you get the difficulty. And I see the snow and Der Schnee macht mir weniger Sorgen, als ich dachte. Ich fühle mich noch wohl und hoffe, dass ich es bis oben schaffe. Tomorrow we plan to go to the crater.
Morgen wollen wir zum Krater gehen und dort zwei Nächte bleiben. Dann sehen wir weiter, wie wir zum Gipfel kommen. Es ist fast Vollmond, aber wir stecken im Nebel und sehen nicht, wohin wir gehen. Ich bin wirklich ziemlich besorgt. Und eigentlich will ich nur noch, dass wir oben sind und dass alles vorüber ist. So geht es mir meist am Abend vor der Gipfelbesteigung. Wäre es nur schon morgen und alles wäre geschafft. Noch liegen über 1000 Höhenmeter vor ihnen, immer steileres Terrain. Aber oft sieht man kaum den Weg vor den Füßen. Wenn der Nebel aufreißt, liegt eine grandiose Landschaft vor ihnen. Es ist extrem anstrengend, auf 5500 Metern Höhe über ein Geröllfeld zu gehen, wie hier an der Westbresche. In der sauerstoffarmen Luft verlangt jeder Schritt neue Überwindung. Mit zunehmender Höhe bekommen sie ein neues Problem. Schnee und Sonne. Noch liegt die Passage im Schatten, doch alle treibt eine Sorge. Wenn die Sonne höher steigt und in die Flanke scheint, wird der Schnee schmelzen, es wird rutschiger und die Gefahr von Steinschlag wird massiv zunehmen. Bis Mittag wollen sie die Westbresche geschafft haben. Kevin hat die unangenehme Aufgabe, die Gruppe anzutreiben, obwohl alle eine Pause nötig hätten. Je schneller wir hier durch sind, desto besser. Aber wenn wir rasten müssen, dann am besten am Felsen dort links, wo Fels den Steinschlag abhalten kann. Viele Wege führen auf den Kilimanjaro. Aber am Ende gibt es nur zwei Möglichkeiten. Den moderaten Anstieg aus Südosten und dann am Plateau entlang oder eben den steilen Anstieg aus Südwesten, direkt an den Rand der Gipfelplatte. Nach 12-stündigem Aufstieg erreicht die Gruppe erschöpft das Plateau unterhalb des Gipfels. Das Gletschergebiet am Vulkankrater des Kilimanjaro. Einer der größten freistehenden Berge der Erde ist fast bezwungen. Ihr höchster Vulkankrater, verborgen vor den Blicken aus dem Tal, liegt nun vor ihnen. Auch Volker Lorenz hat es geschafft und nach 10 Jahren Forschung an anderen Vulkanen der Region ist ihm diese neue Gipfelerfahrung alle Strapazen wert. Das ist der Gletscher. Unbelievable. Here I'm, top of this big volcano. Unglaublich, auf diesem großen Vulkan. Mittags bin ich fast eingeschlafen. Ich war erschöpft. Ich hatte nicht gut geschlafen. Aber als wir uns dem Rand näherten, weckte das neue Kräfte. Natürlich will ich in den Krater hineinsehen. Gehen wir hinunter und schauen es uns an. Hast du das erwartet, Volker? Es ist mehr, als ich erwartet hatte nach den Fotos. Das ist eben ganz was anderes, aufregender. Riechst du den Schwefel? Oh ja. Gerade hat es ganz stark gerochen. Toll, diese steilen Wände, ein eingebrochener Krater. Die Eingeborenen haben sich vor 100 Jahren erzählt, dass Rauch aus dem Vulkan gekommen sei. Das wäre dann nicht sehr lange her. Man kann die grauen Ablagerungen am Rand sehr gut sehen. Das sieht sehr jung aus. Auch weil es so gleichmäßig ist. Aber natürlich weiß ich nicht genau, wie es mit Regen und Schnee aussah. Ah.
Alles deutet also darauf hin, dass der Krater wirklich zuletzt vor kaum 100 Jahren ausgebrochen ist und dass man ihn immer noch als potenziell aktiv bezeichnen muss. Gibt es messbare Anzeichen dafür, dass der Vulkan nicht erloschen ist? Die Wissenschaftler wollen der Sache auf den Grund gehen. In der sauerstoffarmen Atmosphäre und auf dem kargen Gestein fühlen sie sich wie bei einem Gang auf dem Mond. Obwohl die Forscher überall Schnee und Eis sehen und die Luft eiskalt ist, nachts bis minus 20 Grad, stehen sie auf einem Boden, der die Temperatur einer Wärmeplatte hat. Lorenz und Doherty suchen nach Fumarolen, nach Spalten, aus denen vulkanische Gase austreten. This section seems very active. I think let's have a try over here. This is very fresh. This is warm as well, very hot here. Is it? Hold on, this is an active one. Oh. Ow. The soil is hot. Let's take a reading, I think. This one's hot as well, and there's moisture on my fingers. These two are certainly active. Condensating steam. Aus der Temperatur den Fumarolen können Sie schließen, dass nicht weit unter ihnen Magma liegt, flüssig heiße Vulkanmasse. Okay, hold it. Even if you burn your fingers. Oh, thank you. Doesn't matter. Okay, the reading is 78.5. 78.5? Yeah. There's steam coming out. Yeah. Quite a bit. The reading is 77.2. Wir haben dort oben Temperaturen so 85, 90, 95 Grad gemessen. Das ist unter dem Siedepunkt von Wasser nahe dem Meeresspiegel. Aber wenn wir hinaufgehen auf solche Höhen, wo der Luftdruck geringer ist, dann kocht Wasser bei erheblich niedrigeren Temperaturen, sogar unter 90 Grad. Unter den Füßen der Forscher ist es so heiß, dass Wasser kocht. Die hohen Temperaturen und die Schwefelablagerungen am inneren Kraterring zeigen, dass das aktive Magma wirklich sehr nahe an die Gesteinsoberfläche reicht. Volker Lorenz schätzt, dass es nur gut 100 Meter unter ihren Füßen liegt. Wow! This is really something. It is, eh? It's very steep. Spectacular. I would assume something like 100 meters. Wie die Flanken des Bergs sind auch die Kraterwände sehr steil. Und sie sind sehr instabil. So erscheint es durchaus denkbar, dass der schwächste Teil des Kraters und der Bergflanke wegbrechen könnte und nachdrängendes Magma explosiv freigesetzt würde, wie am Mount St. Helens. Aber ein anderes Phänomen erscheint auch auf dem Kilimanjaro, fürs Erste viel drängender, die zunehmende Erwärmung. Ich habe die Klimaveränderung am Kilimanjaro selber erlebt. Bei der Erstbegehung der Breach Wall, das ist eine 1200 Meter hohe, fast senkrechte Wand am Kilimanjaro, galt es am Ende, einen Eiszapfen zu klettern, etwa 100 Meter hoch, der uns förmlich unter den Eisbickeln wegschmolz. Heute ist er meistens überhaupt nicht mehr da. Nun, wir wissen, dass in den letzten 88 Jahren 80% des Kilimanjaro-Eises weggeschmolzen sind. Das heißt, in etwa 20 Jahren ist überhaupt kein Eis mehr am Kilimanjaro. Der Berg wird ein ganz anderer sein. 1889 stand der deutsche Geograf Hans Meyer als erster hier oben. Damals war der Gipfel vollständig von Schnee und Eis bedeckt. Heute sind es nur noch Inseln aus schmelzendem Gletschereis. Was ist der Grund für diese Veränderung? Auch Meyer war damals die Bodenwärme aufgefallen. Doch die Temperaturen, die er maß, sind seit damals nicht gestiegen. Was löste das Abschmelzen der Gletscher aus? Schritt für Schritt enthüllt sich den Wissenschaftlern das Geheimnis der verschwindenden tropischen Gletscher auf dem Kilimanjaro. Sicher spielt die globale Erwärmung der letzten Jahrzehnte eine Rolle. Das Abholzen der Regenwälder tiefer am Berg hat seine Folgen für die Feuchtigkeit und die Wolkenbildung am Kilimanjaro. Aber die Hauptursache war wohl eine Veränderung des Klimas in Ostafrika, das um die Mitte des 19. Jahrhunderts trockener und wärmer wurde. Die heißen Dämpfe aus dem Vulkan scheinen nur eine kleine Rolle zu spielen.
Sie geben den Gletschern stellenweise ihre ungewöhnlichen Formen. Sie sorgen auch dafür, dass das meiste Wasser aus den Gletschern verdampft. Aber im Wasserhaushalt des Bergs spielt das keine große Rolle. Man hat die Ansicht vertreten, wenn das Eis weg ist, wird es große Probleme für die Bevölkerung liefern, weil das die Hauptwasserquelle sei. Das ist aber nicht der Fall. Das Hauptwasser, was genutzt wird aus den Bächen, das ist eigentlich im Bereich des Nebelwaldes, kommt das in den Boden herein und dicht oberhalb in dieser Heidelandschaft. Zur großen Trockenzeit für den Kilimandscharo wird es nicht führen, wenn die Gletscher verschwunden sein werden. Sicher aber zu einem ästhetischen Einschnitt und vielleicht auch zu wirtschaftlichen Problemen sollten die Bergtouristen ausbleiben. If glacier disappeared on Kilimanjaro, I feel so sad. Wenn die Gletscher am Kilimandscharo verschwinden, macht mich das traurig. Das gibt Probleme und die Schönheit des Berges wird verschwinden. Früh am nächsten Morgen steigt die Gruppe zum eigentlichen Gipfel auf. 300 Meter über dem Kraterplateau. Ein letzter Marsch durch den Schnee. Die Musik hilft mir sehr hier oben. Sie hält mich beim Gehen im Rhythmus, in einem gleichmäßigen Schritt. Das hilft mir sehr. Jeder Schritt braucht nun Überwindung und Vorsicht im rutschigen, schneebedeckten Geröll. Nicht wenige, die es bis aufs Plateau geschafft haben, kapitulieren vor den letzten Schritten in dieser extremen Höhe von fast 6000 Metern. Als Hans Meyer zum ersten Mal auf diesem Gipfel stand, taufte er ihn Kaiser Wilhelm Spitze. Jetzt heißt er Uhuru Peak, Symbol der Befreiung Afrikas. Uhuru bedeutet auf Swahili Freiheit. I can't believe it. Wow. Top of unglaublich, das Dach der Welt. The highest point in Africa. Der höchste Punkt Afrikas. Das Ziel meiner Träume. This is the point of my dream. Der fantastische Blick auf die Vulkanlandschaft des Kilimandscharo, seiner Gipfel und seiner Gletscher, hoch über den Palmstränden Tansanias und Kenias, verändert sich immer weiter. Vor 12.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, brach der Kibo aus und verlor dabei einen Teil seiner Spitze. Erst danach konnte sich die Gletscherwelt bilden, die wir heute sehen. Noch sehen. Der Gletscherberg wird sich weiter wandeln. Und er wird seinen Eisdeckel abstreifen und sich dahin zurückverwandeln, was er war. Das gletscherlose Dach Ostafrikas. Auch Volker Lorenz und Kevin Doherty sind auf dem Gipfel angekommen. It's hard to believe. But here we are. Look at that view, eh? The top of Africa. Michael, Michael. Congratulations. Yeah, Kyle. Hier sind wir. Yeah. Here we are. Yeah, well done, Volker. Das ist hard to believe. Nach 8 Tagen am Berg ist die Gipfelgruppe der Expedition an ihrem Ziel angelangt, auf dem größten Vulkan der Welt. Für den deutschen Vulkanforscher ein exotisches Phänomen? Keineswegs, wie Volker Lorenz weiß. Bei uns hier in Deutschland, der Laacher See, der vor 12.800 Jahren ausgebrochen ist, mit 6,4 Kubikkilometer Magma, was dann zu fast 15 Kubikkilometer BIMS aufgeschäumt ist. Und der Damm, der ist dann durchgebrochen und dann gab es eine Flutwelle nach Bonn, nach Köln hin. Das wäre heute eine Katastrophe. Hallo, Robin. Hallo,
Yes. Where are you? I'm on the top now. On the top of the hole? Yes. I made it. What's it like? It's very cold up here. And I'm happy I made it. Excellent. What can you see? I can see the Heim Glacier. And I can see the crater. How do you feel, though? I feel okay. A little bit tired, but I'm okay. And did Volker make it with you? Yes, Volker made it too. Well, listen, maybe we can fly up and see the mountain together later. Because I think that's the only way I'm going to see it now. Okay. Take care coming down then, Michael. Thank you. I hope to see you again. Bye, Robin. See you when I get there. 5 Tage danach. Robin Buxton, der glücklich wieder ins Tal zurückgekommen war, holt nun sein Gipfelerlebnis nach im Flugzeug. Es tut mir schon sehr leid, dass ich es nicht ganz nach oben geschafft habe. Der Abstieg ging nur mit viel Hilfe der Träger. Aber es war sicher die richtige Entscheidung. Von den anderen hörte ich, dass der Aufstieg durch die Westbresche sehr schwierig war, rutschig und eisig. Alles in allem war es sicher richtig, dass ich umgedreht bin. Bei Hans Meyers Erstbesteigung war der ganze Krater noch voller Eis. Seither ist es immer weiter geschmolzen. Aber was bedeutet das für die Ökologie des Berges? Der meiste Niederschlag fällt viel tiefer in den Waldgebieten. Einige Tiere weiter oben nützen das Gletscherwasser, aber für die Wälder und für die Menschen am Fuß des Berges ist es keine wichtige Quelle. Man kann also sagen, dass das Gletscherwasser für das Ökosystem des Kilimanjaro wirklich nicht sehr wichtig ist. Natürlich ist es traurig zu denken, dass die Gletscher in den nächsten 20 oder 30 Jahren abschmelzen. Aber für den gesamten Berg ist das kaum von Bedeutung. Doch dann wird er nur noch Erinnerung sein. Der Mythos vom weißen Berg in Afrika.